Dann eben nicht. Scan. Ne. Oh, war ja irgendwie klar, oder? Schutzanzug erforderlich. Folgendes Umkleidungsraum. Oh, ich glaube, ich begebe mich jetzt schon langsam in Richtung anderes Schiff. Wenn ich jetzt schon raus muss. Ich hasse es überhaupt. Wo finde ich jetzt so einen komischen Schutzanzug? Ah, na, Umkleidung. Na ja, klar. Und wo? Sorge einen Schutzanzug. Genau der muss es sein. Oh yeah, hot. Yeah, sexy Helm. Ich bin ja so hot. Voll zur Luftschleuse. Oh ja, jetzt wird's sexy. Jetzt wird's sexy smexy, meine Freunde. Wir begeben uns, denke ich mal, in die außerhalb des Schiffes. Scan. Ach, der scannt, ob ich einen Schutzanzug habe oder was? Normal scannt er doch immer, ob ich irgendwelche Aliens dabei habe. Schmuggel. Ich quere das Vakuum zum... Vakuum zum Schiffskoloss zu gelangen. Oh ja. Hey, du siehst sexy aus, Kamerad. Boom. War ja klar, dass ich nicht mehr zurück kann. Halte den Kopf von Konrad und versuche so schnell wie möglich das Vakuum zu durchqueren. Verwende eine billige Sauerstoffpunkt um Fahrrad für deinen Sauerstoff. Ah, okay, ich hab... Oh, fuck it. Goddammit. Wo ist hier so ein Sauerstoffpunkt? Oh. Wow. Fliegt gleich alles in die Luft. Ich laufe einfach mal Sauerstoffpunkt. Ich nehme einfach immer mal so einen, den ich auf dem Weg finde. Hier so, du... Oh ja, das sieht mir sehr nach dem feindlichen Schiff aus. Also es sieht mal anders aus als unseres. Also was heißt feindlich? Es ist, glaube ich, nicht kein Alien-Schiff richtig. Es ist einfach nur ein altes Schiff. Und ich will ein Sauerstoff-Dingensens. Da genau, Sauerstoff-Punkt. So. Ja, vor allem, wenn man Sauerstoff trinkt. Mit Erdbeergeschmack. Oh, ich glaube, wir sind on the enemy. So. Brückensteuerung aktiviert. Bitte warten. Ich warte doch. Das ist ein Geheimnis. Einen angenehmen Tag. Ja, danke schön. Geheimnis entdeckt. Und was bringt mir das jetzt, wenn die Brücke oben ist? Leute, Hilfe. Ah, hier. Jetzt laufe ich. So, bitte geht's hier lang. Ich halte das nicht mehr lange aus. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Irgendwo. Da, 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 da. Oh, das war knapp. Du darfst so wieder aufgehen. Nein, will er nicht, will er nicht. Ich zwinge dich nicht dazu. Ich will hier aber nur durch. Und ich habe keinen Plan wegen der ganzen Explosion, wo es hier lang geht. Yay, freuen wir uns. Und ein Loch ist ganz plötzlich, urplötzlich erschienen. Und hier ist alles voller Schleim. Und hier fliegt alles um die Luft und ich laber Scheiße und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und ich gehe jetzt da rein und will wieder Luft haben. Nein, hab ich nicht, aber jetzt Luft. Nimm. So. Und weiter geht's. Ich bin immer noch draußen. Alter, jetzt hör mal auf zu explodieren. Ist ja nicht mehr schön. Ausgezeichnet, Connor. Du hast das Vakuum durchquert. Allerdings der Mensch für den Weltraum nicht geschafft. Ach was? Ich hätte gedacht, das geht. Weltraum nicht geschaffen. Also, ich hätte gedacht, ich hab's nicht geschafft. Yay! Finicestro, Freunde. Finicestro. Übergang. Oh, ey. Na, das mach ich jetzt noch. Todesstöße. 342 abgefeuerte Schüsse. 4109. 16 Gegenstände benutzt. Schuss pro Sekunde, glaube ich. Heißt das? Ich habe keine Ahnung. Nein. Sicher nicht. 59.335 Schüsse. Abgefeuert pro Sekunde. Zugefügter Schaden. Ja. Schaden genommen. 240 Punkte. Viel weiter. Spiel speichern. Ja. Das mache ich jetzt noch bis zum nächsten Speicherpunkt. Ich will jetzt sehen, wie es da aussieht. Hoch Video. Respond. Did you find the engine room?
Mia, I don't carry schematics of ghost ships around in my pocket. I have no damn clue what I'm looking for, or what to do when I get there. I understand, Conrad. Attaching your modems to the terminals and reconnecting any broken cables will be sufficient to patch me through to the ghost ship. Once the modems are online, I should be able to give you further instructions. Should doesn't exactly put my mind at ease. Look, we do not have much time. Hook me up as soon as possible. We still didn't get to talk about... Disconnect. Jetzt wimmel sie doch nicht immer ab. Sie mag dich doch. Menno. Böser Konrad. Oh, wir sind jetzt auf dem Geisterschiff. UCS Aguirr. Okay. Hörst du mich noch, Konrad? Nö, ich lese dich nur. Gut, ich war mir nicht sicher, ob wir hier eine Verbindung herstellen können. Ich werde dich über die wichtigsten Dinge auf dem Laufenden halten und vergiss nicht, dieses Schiff ist riesig. Bitte, du darfst dich nicht verlaufen, Konrad. Ach was. Zugriff verweigert. Was haben wir nicht nett? Also das Schiff sieht dann viel besser aus als dieses scheiß andere. So ein Zufall. Aliens. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, yummy. Menschlicher Leich. Ja. Die sind aber ein bisschen in anderer Verfassung als die bei uns. Also im Konradschen Chip. Auch genannt Leopold. Alter, das ist hier voll freaky. Das sind alle voll vergoldet. Die hatten wohl eine Grillparty. Oh man. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht zu viel klaue. Ich liebe einfach nur die gallische Sprache. Ein Alien! Oh mein Gott, im Tutorial-Level bist du voll verrückt. Wie soll ich das denn schaffen? Wow. Bam. Oh nein. Unterdruck, er mithält. Bitte kaufen Sie 2 Dosen Überdruck. Richte das Druckventil aus. Ja, mache ich doch gleich mal. So ein Glück, dass eins noch lebt. Geht. Druckverhältnis ausgeglichen. Zutritt gewährt. Ist schön, ne? Ja, fick dich. Fick dich. Du dich auch. Du dich auch. Noch wer? Ja, Kreischi. Bäh. Wow. Seht ihr dann voll Cyber an. Wo kommt ihr denn alle her? Lass mich in Ruhe. Ich hätte mal, ehrlich gesagt, mal so richtig Bock auf einen Boss. Also nicht so einen, wo ich weglaufe oder so. Sondern mal einen richtigen Boss. Das vermisse ich. Ach was, dann machen wir noch einen. Ich bin gerade so voll gebockt. Voll gebockt. So, zurück. Warte, speichern. Ja, ja. Eigentlich könnte ich die ganze Zeit die Maus dafür verwenden. Aber. Da geht's nicht weiter. Da. Ich hab die Scheibe kaputt gemacht. Okay. Menschlicher Leichnam. Ich frag mich, was das für ein Schiff war. Das finden wir sicher auch noch raus. Vielleicht war das irgendwie eine. Ich weiß es nicht. Ein Schiff. Das ganz random im All geflogen ist und dann mit der Leopold zusammengeflogen ist und es ist jetzt hier so eine Paralleldimension. Ich denke, dass auf dem Schiff das Böse ist und die in einer anderen Dimension leben hier alle auf dem Schiff und dass die Leopold ist, die das Alien-Schiff nicht? Nein? Okay. Nein. War nur ein anderer. Kann ja sein. Bam. Ein menschlicher Leichnam. Komisch, dass irgendwie sich nie keiner so gut irgendwie durchkämpfen kann wie ich. Ich bin irgendwie so der Einzige, der smart ist.
Das hast du gerade berührt, Konrad. Bitte sei vorsichtiger. Mit was? Ich schlachte gerade Aliens ab. Fick dich und sag mir nicht, was ich zu tun hab. Was ich anfasse. Ich fasse dich gleich an. Oh oh. Konrad, hier spricht mir. Der Großrechner ist komplett abgeschaltet. Du musst 3 Turbinen aktivieren, um Zutritt zum Kern zu erhalten. Ich schicke dir jetzt die Standorte der ersten Turbine. Egal, ich will diese Leiche klauen. Da war eine Heulsuse. Boah, was macht die denn hier? Ich hab ja auch nichts Besseres zu tun. Ich muss wieder zurück, ich nehme eine andere. Oh ja, das läuft. Oh mein Gott, sind das viele. Ja. Bist du schuld? Nein, du bist gar kein so ein Spawn-Ding. Wieso sind hier... ja, lauf rein. Keycard required. Mach doch. Irgendwie gefällt mir das nicht. Das ist richtig so ein Raum. Hey, hier spawnen Aliens. Tatsächlich. Okay, ich fackel hier mal alles ab. Wird schon keiner was dagegen haben. So, ja auch noch. Irgendwie ist der Flammenwerfer voll langweilig. Der hat irgendwie nicht stehen. Flair. Ja, schon besser. Und daneben, und daneben. 2 Schüsse für nichts. Da liegt Geld. Das ist voll das Labyrinth. Findest du den Ausgang? Oder Nash? Kleines Minipack, Sturmgewehr. Ich glaube, Sturmgewehr kann man mal wieder benutzen. Ja, da haben wir wieder was. Nein, ihr berammt mich nicht erst. Rammböcke. Mein Gott. Oh, hier sind wir noch ein Viech. Ja, jetzt nicht mehr. Hier liegt Geld. Ich hab Geld gefunden.